Ich ja auch. Tschüss, Mama. Tschüss. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben, guten, süßen und verrückten, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben es jetzt kurz vor 8. Juna sollte sich eigentlich jetzt fertig machen für den Kindergarten. Die anderen beiden Mädels, die frühstücken auch schon fleißig. Und oben, meine Lieben, wird gerade das Bett niedriger gestellt. Ich habe eure Kommentare gelesen und ich finde es auch, es war doch zu hoch. Die Beine werden jetzt vom Bett abgesägt und dass Miley mehr Platz hat oben. Das war ja wirklich nur so ein Stück, die konnte sich ja nicht mal drehen. Also ein bisschen niedriger müssen wir es wirklich tatsächlich machen. Aber schönen Dank, Miley, dass du das Zimmer aufgeräumt hast. Bis nett. Ich habe sie gestern schon gebeten. Mein Lieblingshandwerker ist jetzt da. Das ist Sebi. Ach, danke Sebi, dass du das für mich machst. Weil ich selber kann das nicht. Ja, jetzt werden die Beine hier ein Stück kürzer gemacht. Denk mal so ungefähr so kürzer, 20 cm, dass die Kommode da noch hinpasst und wir müssen dann kriechen. Aber Miley wird größer und dann hat sie da oben ein bisschen mehr Platz zum Austoben und ein bisschen rumalbern und weiß ich, was man alles so macht als Kind. Wird erstmal die Treppe abgebaut, weil die müssen wir ja auch kürzen, schräg. Mal gucken, ob das alles so klappt. Pass auf, wir machen jetzt den Balken drüben weg und der hier weg. So, du musst auch hier kommen, Rosa. Gleich, warte, ich wollte kurz mal hier, guck mal jetzt den Platz hier an. Also es sind jetzt 25 cm und jetzt hat sie hier auf jeden Fall eine Menge Platz. Also das muss reichen eigentlich. So, ab in den Kindergarten, Mädels. Freut ihr euch schon? Ja. Okay, ja, das ist total die Begeisterung. Okay. Sagst du mir Tschüss, Juna? Tschüss. Krieg noch einen Kuss? Viel Spaß. Und Abmarsch. Miley, von dir will ich auch noch einen Kuss. Ich komm ja auch. Tschüss, Mama. Viel Spaß. Und du, Peaches, kommst die Treppen nicht runter? Komm, mach hopp. Mach hopp. Hopp. Nein? Nein? Und weil ich ganz oft die Kommentare lese, wie Henning es schafft, die Wiese so grün zu lassen, ganz einfach, er kümmert sich die ganze Zeit um diesen Rasen. Ohne Pause. Nein, das ist wirklich so. Also Henning ist wirklich... Doch, du kümmerst dich wirklich jeden Tag konsequent um die Wiese. Sonst würde die niemals so aussehen. Vor allem nicht nach der Hitze. Guck mal hier, was der Henning hier noch gemacht hat. Ey, der ganze Unkraut, ich glaube, ihr wisst, wie das hier aussah. Das war alles grün, hat der alles schön gemacht. Und er hat einfach meine Kunstpalme hier in den Garten gestellt. Ja, einfach... Aus dem Grund, weil sie mich oben gerade gestört hat beim Saubermachen und ich wusste nicht wohin. Und das ist übrigens unser Schmetterlingbaum. Der hat immer ganz viele Schmetterlinge. Da hinten ist auch noch ein Schmetterling. Okay, also ich werde jetzt die kleine Pause mal nutzen und bei der Autowerkstatt nochmal anrufen und fragen, wie es jetzt mit meinem Auto aussieht. Oh, Wespe! Oh. Hallo, Wünsche hier. Ich wollte mich nochmal melden wegen meinem Megane-Auto. Das war der, den ich lief. Ich denke mal, dass er in einer Stunde abholbereit ist. Jo, danke. Tschüss. In 10 Minuten nochmal anrufen, in einer Stunde eventuell abholen. Ja, freue mich. Und du, was machst du hier? Ich bearbeite gerade einen Artikel, ich schneide den gerade aus. Ich werde jetzt wird auch in meinem Shop geben. Wir fliegen ja nächste Woche nach Malle und ich werde jetzt schon mal ein Taxi, Großraumtaxi buchen. So, okay, die Werkstatt hat uns gerade zurückgerufen und hat mir gesagt, dass 700 Euro bezahlen muss, aufgrund der Benzinpumpe, die kaputt war und die alleine schon 300 Euro kostet. Und dann waren alle Zündkerzen kaputt und noch irgendwas mit, keine Ahnung, ist jetzt glaube ich das letzte Mal, dass ich investiert habe. Ich habe keine Lust mehr, Anne. Das kurz vor dem Urlaub. Das kurz vorm Urlaub. Vor dem Urlaub. Nochmal schön 700. Schön genau das Geld, was ich gespart habe, gleich wieder ins Auto gesteckt. Weg mit diesem Auto. Mehr. Will jemand von euch eventuell einen super gepflegten Renault Megane, der gerade frisch aus der Werkstatt ist, also komplett wirklich fit jetzt wieder? Wenn jemand Interesse hat, dann schreibt doch bitte in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare. Wir kaufen jetzt unser Auto. Genau. Ernst gemeint. Ja, ernst jetzt. Das war ich. Hier. Und. Oh, falsche Seite, Hunde. Ach nee, Donny. Kerstin ist da. So, wir müssen mal ein bisschen leiser sein. Juna hat sich gerade zum Mittagsschlaf hingelegt. Und Miley, guck mal, ich habe mir heute so angestrengt. Weißt du, wie schwer das war, diese Balken kleiner zu machen? Extra für dich, damit du im Bett sitzen kannst. Damit du dir nicht den Kopf stößt oben. Ich find's cool. Und jetzt kannst du mal dein Zimmer aufräumen. Wie sieht das hier aus? Der Bauarbeiter war heute auch sehr, sehr enttäuscht, dass das Zimmer nicht aufgeräumt war. Wie sollst du es denn jetzt aufräumen? Na, die Kommode wieder zurückstellen. Kann ich das denn machen? Na, schieben.
Nee? Nein, ich versuche es einmal. Bis. Nein, Mann, Spaß, brauchst du nicht. Ich mach das. Aber lass mal Juna jetzt schlafen. Komm, wir gehen zusammen runter und machen Melone, oder? Wollen wir Melone essen? Wenn ihr euch fragt, warum Henning gerade so klitschnass ist, wir haben gerade ein Video für euch gedreht. 10 Arten, wie man Wespen verscheuchen kann. Und es regnet gerade. Ja, es fängt gerade an zu regnen. Aber es wird lustig, das kommt am Mittwoch morgen online. Und morgen bin ich krank. Warte mal. Was haben wir denn heute? Doch, Freitag kommt das online. Freitag kommt das Video online. 10 Arten, wie man Wespen verscheucht. Hast du toll gemacht, Checker. Okay, dann nicht. So, wir haben es jetzt 17.02 Uhr, 28 Grad und es regnet gleich. Und Anne ist so schlau und baut jetzt ein Regal zusammen. Ich hoffe, es regnet jetzt gleich aus Eimern. Ich hoffe, es regnet aus Eimern. Nein, ist ja nur so ein kleines Pupsregal. Pupsregal. Ich brauch dafür keine Anleitung. Passt doch nicht mal hier. Wieder nicht richtig. Das sind nur 4 Dinger. Ich dachte, das kriege ich hin. Ja, nee. Anne Wünsche. Ey, ist so typisch. Schon wieder haben wir. Ja, ja. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt kommt. Und noch das Gewitter. Hey, es wäre so geil. Und wieder auf. Jetzt musst du wieder zurückspulen. Es sind 15 und Anne ist fertig. Okay. Boah, die Müllabfuhr kommt. Komm, brauchst du dich verstecken? Ich sehe dich auch hinterm Vorhang. Du bist heute so orange gekleidet. Was denn? Ich will dir was zeigen. Was denn? Muss ich rückwärts, soll ich jetzt rückwärts laufen? Hä? Sieht cooler aus, so wie, als wenn du, weißt du? Los. Okay, alles klar. Das ist so typisch Frau, oder? Spätestens 2 Tage sind alle unten. Okay, warte, ich muss noch weiter weg. Doch, das sieht schon schön aus. Aber es ist halt Miley. Also bei Juna könnte ich es mir vorstellen, weil Miley irgendwie... Das passt nicht zu Miley, weil da oben hängt eine Monsterheillampe und dann auf immer hier Prinzessin. Okay, dann mache ich es wieder. Lass es doch dran. Jetzt habe ich es abgemacht. Du kannst doch... Pass auf, nein! Frag doch mal Miley. Und Miley kann doch mitentscheiden oder selbst entscheiden. Okay, dann holen wir Miley hoch. Ich mache jetzt nur hier. Miley, komm mal schnell! Wie findest du das, was Mama jetzt gemacht hat? Cool. Ja? Wow, was ist das denn? Findest du das cool? Ja, das ist nicht. Dann brauchen wir mal eine größere Matratze, dass Lea da auch mit umpennen kann. Bitte, eine größere was? Matratze. Du hast Matratze gesagt. Eine größere Matratze. Eine Matratze. So, da das Trampolin leider nicht mehr den Umzug und 3 Kinder überlebt hat, werde ich jetzt was anderes draus zaubern. Also das Netz hat nicht überlebt, das Trampolin schon, aber das Netz ringsherum nicht. Und ohne Netz macht das keinen Sinn. Das ist für mich einfach nur, wenn die da drauf fallen. Ich glaube, das tut... höllisch weh. Deswegen werde ich das jetzt nochmal abkleben und werde daraus jetzt eine Lounge machen. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber ich habe das mal irgendwo im Internet gesehen. Da hat man aus einem alten 3 Meter Trampolin eine Lounge gemacht. Ich glaube, ich habe das auch mal auf Facebook gepostet. Auf jeden Fall versuche ich jetzt aus diesem alten kleinen Mini-Trampolin eine kleine, süße, kuschelige Sitzecke zu machen. So, die Stumpen habe ich jetzt alle irgendwie versucht halbwegs abzukleben. Sieht sehr lustig aus, um ehrlich zu sein, aber mal gucken. Ich werde jetzt noch eine große Decke besorgen und ganz viele Kissen und werde das einfach mal drüber legen. Vielleicht ist es ja ganz cool. Cool. Oh. Und ist das süß? Ja. Aber stell dir vor, wie sitzt jetzt da beide drauf? Also entweder Anne arbeitet drauf oder wir sitzen da beide und rauchen eine Shisha. Oh, könnte man pennen. Geil, oder? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig stolz auf mich. Ah, oh, ich hoffe, das Trampolin hält das aus hier, ja. Zu zweit. Klar. Oh, guck mal. Perfekt. Pause, und wie geil, dass die Lichterketten an sind, wa? Die sind an. Die sind an? Die sind an. Aber ist das eine Lichterkette? Tatsächlich, geil. Nein, ich habe echte Blumen gepflückt. Da, seht ihr. Spot. Nee, so sind sie schön. Ich find's auch voll schön. Guck mal, jetzt hier im Flur noch die Bilder ran gemacht. Ich war übrigens hier noch in Töpschin, wo wir nach Töpschin gezogen sind. Und ja, das werdet ihr auch am 27. glaube ich, am Montag 22.15 Uhr könnt ihr, glaube ich, sehen, wie wir umgezogen sind. Das hatten wir ja damals gedreht. Oh, Juni. Waren wir heute richtig kreativ, wa? Bede. Oh, ist das süß. Mama? Ja? Ist ein Dummwagen. Das ist Juna. Baby Juna und Baby Miley. Juna sah damals aus wie ein Japaner. Guck mal. Volle Kanne, wie kleines Japaner, Mini. Und das ist mein Lieblingsbild von euch beiden. Meins auch. Endlich hängen die Bilder. Jetzt fühle ich mich richtig zu Hause. Das ist so geil. Kannst du mir sagen, was du willst? Ich finde das geil. Wo mit dem Regal jetzt da, ja? Ja, da kommt jetzt noch so der ganze Krimskrams. Sie hat so viel Zeug von Haargummis und weiß nicht, was kommt jetzt alles her. So, ich bin jetzt endgültig fertig. Und so sieht das jetzt fertig aus. Nach unten den pinken Teppich hingelegt. Ich fand das so traumhaft schön. So, jetzt nochmal mit Licht.
Das ist so eine schöne Ecke. Na, machst du schon wieder Essen? Schon wieder? Als würde ich ständig die ganze Zeit nur in der Küche stehen. Ja, ich mache uns Abendbrot. Das ist hier einen dicken, fetten Hoshi, ey. Das ist kein Pickel. Ich habe so einen Haufen Mückenstich. Hier ach ein, so, stimmt. Hier vorne habe ich ein. Hier unten ist auch alles voll. Irgendeine Lücke bin ich richtig ärgern. Weißt du, ich will auch wieder ich freue mich auch, aber... Oh ja, Taxi ist gebucht. Jetzt noch schnell unsere abendliche Routine und dann sind wir für heute durch. Henning wartet auch schon. Ich mich erschrocken jetzt hier vor euch. Könnt ihr doch nicht so einen Schrecken einjagen? Kommt, meine Rasselbande, kommt. So, meine Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, so wie wir auch. Jetzt gucken wir noch Sommerhaus. Wir gucken jetzt noch Sommerhaus. Der letzte... Das Finale. Das Finale heute? Schreibt mal in die Kommentare. Ach nee, bis dahin ist ja schon längst... Hat sich erledigt, schreibt doch nicht in die Kommentare. Ich wünsche noch euch einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo meine lieben, coolen, süßen, verrückten und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ach nee, das nächste ist ja kein Vlog. Das nächste ist ein 10 Arten, wie man Wespen verjagen kann, Typen. Das war's, ihr Süßen. Haut rein, bis bald. Ich freue mich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.